Hey Leute, ich habe was voll Interessantes bei eBay gekauft. Hier nämlich das hier. Und das möchte ich jetzt euch hier ein bisschen näher vorstellen. Und zwar ist es ein Mini-Spion-Kopfhörer. Ja, und wir schauen mal, ob der das verspricht. Das hält, was er verspricht. So, ich pack das mal aus. So, das ganze Teil besteht hier aus dem kleinen Kopfhörer, beziehungsweise den Speaker, den man sich dann ins Ohr reinschiebt. Der sieht so aus. Ganz klein. So, genau. Dann haben wir hier natürlich die Batterie von Sony. So, und dann haben wir hier die Schlaufe, die Sendeschlaufe. Mal kurz die Tür hier. So, das ist die Sendeschlaufe hier. Heide nein. So, die zieht man sich an, das zeige ich euch nachher. Und hier haben wir einen Adapter von 2,5 mm auf 3,5 mm. So, dann zeige ich euch einfach mal, wie das jetzt funktioniert. Und zwar ziehe ich mir dieses ganze Teil einfach mal hier um den Kopf. So, steckt das jetzt hier rein. So, dann habe ich hier unten den Anschluss. Öffne ich das hier mal. So. Wir gehen mal davon aus, dass wir jetzt mit dem Handy hören oder mit dem MP3-Player. Dann stecken wir das daran und haben hier den Adapter für die 3,5 mm Anschluss. Das ist mein Handy. So, dann schließen wir das an. So, die Schlaufe verstecken wir hier ordentlich, dass man sie nicht sieht. Dazu empfehle ich ein Polo oder ein Hemd anzuziehen. Die haben wir nämlich mit Kragen und mit dem Kragen sieht man das überhaupt nicht. Auch hier, das ist alles sehr gut versteckt. Gar kein Problem, Leute. So, dann habe ich hier den kleinen Kopfhörer und die Batterie. Die Batterie öffne ich jetzt mal ganz kurz. So, dann haben wir hier die Batterie. Kleine Teil. Und das kleine. Dann nehmen wir die Batterie hier und schieben sie einfach hier seitlich in diesen kleinen Schacht rein. Dann sitzt sie so drin. Es versteht sich eigentlich von selber, sie richtig einzusetzen, weil hier hinten so ein Noppel ist. Da passt die eigentlich nur einseitig rein. Dann klappen wir das ganze Teil zu. Zack. Dieses kleine Teil hier, diese kleine Antenne sozusagen, hat eigentlich keinen wirklichen Sinn, außer dass man das Gerät dann gleich super aus dem Ohr wieder rausholt. So. Und dann nehmen wir das ganze Teil und stecken es einfach ins Ohr rein. So. Das sieht man normalerweise von vorne, sollte man das überhaupt nicht sehen. Und von drinnen eigentlich auch schwer zu sehen. Also ich sag mal so, wenn Leute sich von vorne oder auch von der Seite normal angucken, sieht man da eigentlich überhaupt nichts. Darauf achten, dass das Teil wirklich tief im Ohr drin ist. So, gut. Und dann können wir auch schon anfangen. Wir haben hier ein Mikrofon. Das ist hier oben, das sehr stark ist, das ist auch durchs T-Shirt durchschallt, sodass wir da wirklich auch alles verstehen, wenn wir telefonieren wollen. Mit dem ganzen Teil, wie gesagt, kann man telefonieren. Man kann einfach irgendwas abspielen und es einfach als ganz normales Headset bzw. Kopfhörer benutzen. So, das probiere ich jetzt mal aus. Da spielen wir einfach eine Musik aus. Ja. Und der Sound. Wir müssen auf ganz laut machen. Ist relativ laut. Es ist jetzt nicht sehr laut. Es ist relativ laut. Und wenn drumherum jetzt nicht ein Wahnsinnslärm herrscht, ist alles wirklich verständlich. Der Sound ist jetzt nicht wahnsinnig gut. Also Musik hören sollte man damit vielleicht nicht. Aber wenn man eine Textmessage hat, um sich irgendwie was geheim einzuflößen. Ich sag so Prüfungen oder sowas. Aber Leute, da wisst ihr genau Bescheid, für was ihr das verwendet. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht weiter erörtern. Da ist eigentlich alles wunderbar verständlich. Auch wenn ich jetzt rede, verstehe ich eigentlich alles. Also, das ist gar kein Problem. Ja, Leute, und jetzt, wenn ihr es wieder rausnehmen wollt, einfach hier an den Benzel ziehen. Der ist zack hier und dann hat man das Teil wieder draußen. So, ganz wichtig, wenn ihr das Teil nicht benutzt, dann nimmt die Batterie raus. Weil sonst fließt da dauerhaft Strom und die Batterie ist ganz schnell leer. In meinem Praxistest hat das Teil jetzt nicht sonderlich lange gehalten. Ich habe das jetzt mal durchlaufen lassen.
Das waren 2 bis 3 Stunden, aber der Sound ist dann etwas leiser geworden und so nach 2,5 Stunden war es dann auch so, dass man fast nichts mehr verstanden hat. Also es ist jetzt nicht zu empfehlen, das Ding für lange Zeit irgendwie zu Musik zu hören oder irgendwas zu benutzen, sondern wirklich nur für einmalige Aktionen. Ja, die Batterie kann man natürlich auch bei eBay nachbestellen, die kostet, was weiß ich, 1 Euro oder so. Das ist kein Ding. Aber ich meine, dieses Teil ist eigentlich auch nur für einmalige Zwecke gemacht. Ja. Gut, das war's eigentlich auch schon. Das wollte ich euch jetzt hier mal demonstrieren. Ich habe das Ganze gekauft bei eBay für 32 Euro. Das ist auf jeden Fall okay. Ich hau euch unten auch noch in die Beschreibung einen Link rein, wo ihr das auch kaufen könnt. Also ich finde das Teil wirklich top. So, es erfüllt seinen Zweck. Es ist jetzt nicht übermäßig toll gebaut oder hat nicht die Wahnsinnsquali, aber ich finde, für so ein Einmalteil ist es absolut ausreichend und ja, ich meine, solange es den Zweck erfüllt, finde ich das okay. Gut, Leute, das war's zu meinem kleinen Review, zu diesem wunderbaren, geilen Teil hier. Naja, bis dann. Ciao.